Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich entschuldige mich schon mal für sämtliche Flugzeuge und Autos und sonstige motorisierte Fahrzeuge, die im Hintergrund zu hören sein werden. Ich komme jetzt gerade leider nicht weiter weg von der Straße. Habe jetzt nicht so viel Zeit, ewig weit in den Wald reinzulaufen. Aber ich wurde wieder was gefragt. Und zwar, ob ich nicht mal ein Video über Schlafen im Wald machen kann. Hier unten steht mal wieder die entsprechende Box. Zwar gibt es jetzt dazu schon ein ganz hervorragendes Video vom Saki, in dem das im Wesentlichen auch alles erklärt wird. Ich mache jetzt trotzdem einfach meine eigene Version in der Hoffnung, dass der Saki mir das nicht übel nimmt, weil ich wurde halt gefragt. Und wenn ich was gefragt werde, dann will ich das auch beantworten und genau. Und das machen wir jetzt. Jo, also, darf man im Wald schlafen? Im Wald schlafen darf man grundsätzlich ja. Beziehungsweise ist es nicht verboten und damit ist es erlaubt, weil was in Deutschland nicht verboten ist, ist automatisch erlaubt, weil es einfach keine Gesetzesgrundlage gibt, die irgendwie sagen würde, dass man das nicht darf, und was man nicht darf, das darf man. Ganz einfach. Damit ist es also quasi erlaubt, einfach mal im Wald so zu schlafen. Also wenn man sich da einfach wirklich irgendwo auf den Waldboden legt und die ganze Nacht da liegen bleibt und dabei schläft, dann ist das völlig in Ordnung, weil nicht verboten. Gleiches gilt für, wenn man dazu noch eine Isomatte und einen Schlafsack benutzt, das ist vollkommen Wurst. Man kann sich auch noch ein kleines Dächtlein in Form eines Tarpes oder einer Plane oder irgendwie irgendwas anderes als Dach über sich drüber bauen, solange das eben nur ein Dach ist. Sobald dieses Dach dann noch vier Wände hat und tatsächlich noch eine verschließbare Tür, die man am besten dann auch noch zumacht, dann ist es kein Dach mehr oder kein Unterschlupf, kein sogenanntes Biwak, sondern ein Zelt. Und Zelten ist tatsächlich verboten. Das Zelten verboten ist, steht einmal im Bundeswaldgesetz, das ist das übergeordnete Waldgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und in den meisten Landeswaldgesetzen. Wenn es in einem Landeswaldgesetz nicht drinsteht, also für die jeweiligen Bundesländer die Gesetze, dann gilt automatisch zu einem Punkt, der da nicht erwähnt wird, das Bundeswaldgesetz, das heißt, man darf nicht zelten. Da gibt es also wirklich keine Ausnahmen, in jedem Bundesland darf man im Wald nicht zelten. Was Wald ist, in Deutschland ist es so, dass alles das Wald ist, was als Wald in irgendeinem Landratsamt eingetragen ist, dass diese Fläche Wald ist. Ist in unserem Fall auch immer grundsätzlich relativ leicht daran zu erkennen, dass da tatsächlich größere Mengen Bäume stehen und sich so ein Wald in der Regel außerhalb der Stadt befindet. Wenn er in der Stadt ist, dann ist es ein Park. Und ein Park ist kein Wald und damit darf man da dann weder zelten noch sonst irgendwie lagern. Jawohl, ja. Und damit im Wesentlichen ist es das auch schon, wenn man jetzt nicht noch eine kleine Ausnahme hinzufügen müsste, nämlich Schleswig-Holstein. Da darf man im Wald weder lagern noch zelten, weil man nämlich einfach des Nachts den Waldweg nicht verlassen darf. Und damit kann man sich natürlich auch nicht in den Wald legen, weil man dafür ja den Waldweg verlassen muss. Das heißt, Schleswig-Holstein ist die Ausnahme. Ich weiß nicht, wie es im Saarland aussieht. Wenn ihr tatsächlich einer dieser drei Menschen seid, die aus dem Saarland kommen, oh Gott, hoffentlich habe ich keine Saarländer als Zuschauer, die mich jetzt hassen, dann müsst ihr euch nochmal erkundigen, wie das bei euch im Saarland denn so ist. Das weiß ich nämlich nicht. Ansonsten, wie gesagt, eine Umhüllung als Wetterschutz, die nicht geschlossen ist, ist kein Zelt. Und sowas darf man im Wald überall aufbauen, außer in Schleswig-Holstein, Holstein. Wenn da jemand herkommt, kann er mir darüber erzählen, wie man das eigentlich korrekt ausspricht. Naja, jedenfalls, außer da darf man überall irgendwo auf einer Waldfläche sein entsprechendes Zeugs hinlegen und sich dahin zum Pennen begeben. Gibt dann nochmal drei Ausnahmen, wo man das nicht darf. Das heißt, einmal in einer Fläche, die gerade forstwirtschaftlich genutzt wird. Das heißt, da werden gerade Bäume gefällt, da werden gerade Bäume gerückt. Das heißt, die Stämme werden einfach aus dem Wald an den Waldweg transportiert oder in irgendeiner Form finden da Waldarbeiten statt. Des Weiteren, nicht in jagdlichen Einrichtungen oder ganz nah an jagdlichen Einrichtungen. Das wäre auch von daher blöd, weil dann der Jäger eventuell da des Nachts auftaucht und einen erstmal weckt und sich fragt, warum man vor der Leiter seines Hochsitzes liegt. Völlig zu Recht im Übrigen. Das geht auch nicht. Da müsstet ihr einfach halt gucken, dass ihr, wenn ihr euch einen Lagerplatz sucht, zumindest einigermaßen außer Sichtweite von irgendwelchen Hochsitzen oder Drückjagdböcken und ähnlichen Materialien. Also jeder sitzt im Wald. Was da irgendwie nach einem Sitz aussieht, ist eine jagdliche Einrichtung. Davon fernhalten. Und drittens wäre da noch die Sache mit Naturschutzgebieten und sonstigen Biotopen.
Da ist in der Regel auch explizit das Lagern verboten. Es ist grundsätzlich so, wenn ihr irgendwo einen Hinweis, ein Schild, eine Tafel findet, auf der steht, dass das Lagern verboten ist, das bezieht sich tatsächlich dann eben auf das Schlafen im Wald ohne Zelt. Und wenn das explizit verboten ist, dann ist an diesem Ort das Pennen im Wald generell verboten. Jetzt gibt es da aber wieder Ausnahmen von solchen Gegenden, wo das Pennen im Wald generell verboten ist. Da wird es dann ganz, ganz oft geduldet. Da kenne ich einige Beispiele, die ich euch aber nicht verrate, weil sonst diejenigen, die von denen ich die Beispiele habe, sauer auf mich sind. Dass sogar in Nationalparken es vorkommt, dass man in den Schutzhütten, die da sind, auch übernachten darf. Weil so eine Schutzhütte ist erstaunlich teuer im Unterhalt. Und es wäre irgendwie Blödsinn, wenn man jetzt sagen würde, wir stellen da eine Schutzhütte hin und in dieser Schutzhütte darf man aber bestenfalls Mittagspause machen und dann muss man aber wieder weiter. Sondern es ist schon so, dass in solchen Schutzhütten auch übernachtet werden darf, also sprich auf den Bänken in der Schutzhütte, Isomatte ausrollen, Schlafsack drauflegen, da pennen, ist in Ordnung. Kann man jetzt nicht verallgemeinern, dass das in ganz Deutschland in jeder Schutzhütte gilt. Ganz wichtig ist in jedem Fall, bei jedem Übernachten in der Natur, jetzt sei es der Wald, die Wiese oder sonst was, auf Wiesen darf man übrigens auch nicht zelten, sofern man nicht den Eigentümer vorher gefragt hat, nur so am Rande bemerkt. Genau genommen darf man in Deutschland auf überhaupt keiner Fläche zelten, auf der man nicht vorher den Eigentümer gefragt hat. Außer einen Campingplatz, und da fragt man ja den Eigentümer, indem man dem halt den entsprechenden Obolus bezahlt. Naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ganz wichtig, bei jeder x-beliebigen Übernachtung in Deutschland, draußen in der Natur, wir haben ja eigentlich streng genommen kaum Natur, sondern mehr eine naturartige Kulturlandschaft, aber das braucht ja niemanden interessieren. Wie dem auch sei, bei jeder Übernachtung draußen ist immer ganz wichtig, dass man sich super toll benimmt. Dann kommt nämlich der Förster, hält ein Schwätzchen mit einem und freut sich, dass da mal einer im Wald übernachtet und du bist dem sympathisch, wenn du dich gut benimmst. Das heißt, es sollte niemals Müll rumliegen. Also auch dann nicht, wenn man die Absicht hat, den Müll am nächsten Tag mitzunehmen. Der Müll sollte einfach nicht sichtbar herumliegen für den Fall, dass tatsächlich der Förster vorbeikommt. Wenn er nämlich vorbeikommt und da liegt ein Haufen Müll, dann sagt der Förster, ja, aber den Müll nehmen Sie doch am nächsten Tag mit. Und da regt er sich gleich erstmal so ein bisschen auf, weil viele Leute den Müll eben nicht wegnehmen. Also ihr müsst da wirklich ein bisschen Verständnis mit dem Förster haben. Es gibt so viele Leute, die Müll in den Wald schmeißen. Da regt man sich also per se automatisch schon mal ein bisschen auf, wenn man überhaupt irgendwen im Wald entdeckt und derjenige sichtbar Müll dabei hat. Dann kann man dem natürlich sagen, er soll den Müll nicht in den Wald schmeißen, kann aber nicht sicher sein, dass er das am nächsten Morgen nicht vielleicht doch tut. Daher kommt der Förster in der Regel vielleicht gar nicht auf die Idee, dass man Müll dabei haben könnte, wenn man den Müll direkt sofort in den Rucksack packt, nachdem der Müll entstanden ist, oder ein kleines Mülltütchen dabei hat, das vielleicht an einen Nagel in der Hütte hängt, sofern da ein Nagel hängt oder halt irgendwo anders hinhängt. Das ist also klar, gleich klar ersichtlich ist, man hat hier eine Vorrichtung für Müll aufgehängt und das zeigt damit offensichtlich auch die Absicht, dass man seinen Müll sofort wieder mitnimmt, wenn man den Wald verlässt und seinen Müll schön sammelt. Das ist einmal das eine ganz Wichtige. Das andere ganz Wichtige ist, wenn man tatsächlich im Wald entwischt wird beim Übernachten, sollte man auch garantiert keinerlei offenes Feuer irgendwie am Laufen haben. Es kann sein, dass man einen Förster erwischt, der dann sagt, ja, eigentlich ist es nicht erlaubt, aber mich interessiert es jetzt nicht groß. Wahrscheinlicher ist, dass er dann doch eben seinen Job macht und einen darauf hinweist, dass man offenes Feuer im Wald grundsätzlich nicht haben darf. Und dann ist die Frage, inwiefern er jetzt da aggressiv bzw. verschärft reagiert und einen entweder A aus dem Wald schmeißt oder B gleich anzeigt. Der Förster darf das alles. Deshalb am besten, wenn man mit offenem Feuer hantiert, also das ist rechtlich gesehen vollkommen egal, ob das ein Lagerfeuer ist oder ein Trangia-Kocher oder eine Kerze, scheißegal. Dann sollte man das nach Möglichkeit dann tun, wenn der Förster gerade nicht kommt, auf gut Deutsch. Rechtlich gesehen ist es schlicht und ergreifend genehmigungspflichtig, aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Ja, mit dem Übernachten im Wald ist es halt eben wie gesagt, in Naturschutzgebieten darf man in der Regel nicht, in Schleswig-Holstein darf man nicht und im Saarland habe ich keine Ahnung und überall sonst, solange man halt eben nicht zeltet, darf man es theoretisch. Der Förster kann einen trotzdem noch rausschmeißen, obwohl man es eigentlich darf. Also das bleibt wirklich ganz dem Förster überlassen, aber normalerweise sollten sie das nicht tun. Wir pennen ja auch nicht direkt am Wegesrand, sondern schon irgendwo ein bisschen weiter im Gestrüpp.
Es gibt ein paar Bundesländer, das wäre auch nochmal eine Sonderregelung, in denen das Betreten von Jungwuchs nicht gestattet ist. Also ich glaube, das ist dann meistens irgendwas mit einem Bäumchen bis zu einer Höhe von 2 Metern. Weil die noch jung und empfindlich sind und wenn man da drin rumstapft, dann gehen die kaputt. Erübrigt sich eigentlich fast, weil da drin kann man eh nicht zelten, weil die Dinger so oder lagern, weil die Dinger so dicht stehen, dass man dann quasi auf dem Baum liegen müsste oder am Baum und das einfach nicht bequem ist. Und davon abgesehen wohnt da drin auch das Wildschwein. Auch keine so gute Idee, direkt in der Bude vom Wildschwein zu pennen. Damit hat sich das eigentlich schon erledigt, abgesehen davon, dass man es eben nicht darf. Deshalb ist auch gar nicht wichtig, in welchem Bundesland man das nicht darf. Das macht man einfach nicht und damit hat sich das auch schon erledigt. Ja. Und das ist so die Situation zum im Wald schlafen. Ist also an sich keine große Sache. Mit dem Feuermachen sieht es anders aus. Aber wie gesagt, dazu mache ich dann auch nochmal ein extra Video. Und ja, ich hoffe, damit wäre das alles geklärt. Und dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!